Willkommen bei Aschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander, meine Lieben. Ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr. Schön, seid ihr dabei im neuen Jahr im alten Studio. Und ich hoffe natürlich auch mit neuen Vorsätzen. Aber wie wir ja wissen, die 366 Tage von dem 2016, die bringen immer wieder neue Herausforderungen. Und das ist ja eigentlich das Salz des Lebens. Vorausgesetzt, man ist neugierig genug. Man bricht auch immer auf wieder zu neuen Ufern über seine alten Grenzen aus. Und genau das möchten wir euch jetzt mitgeben. Und zwar mit vier Gästen, die so etwas ganz regelmässig machen. Das sind meine Gesprächspartner. Die schöne junge Frau, die ein Spielklavier sitzt, ich kann denken, mit 28 gehört sie darum schon zu den ganz Grossen von ihrem Fach und trotzdem ist sie gegen offen für Neues. Und kaum jemand kennt die Jungfrau Joch besser als er. Dank seiner Begeisterung für die Jungfraubahnen, seinem Mut, gegen Neues anzureisen, gehört er und das Unternehmen zu den erfolgreichsten auf diesem Gebiet. Und sie ist überzeugt, dass es irgendwo im Universum Leben gibt. Darum forscht sie als Astrophysikerin seit 20 Jahren an der Erkundung von anderen Planeten. Ja, und wenn ich mich auf meinen ersten Gesprächspartner freue, dann kann ich sagen, er erfüllt jetzt das Motto «Auf zu neuen Ufer». Und zwar eigentlich schon fast als Lebenssinn. Er hat irgendwann mal beschlossen, er verlässt die Schweiz mit dem Velo Richtung Tibet. Im Tibet ist er allerdings nie angekommen. Aber unterwegs ist er schon seit 11 Jahren und hat 40'000 Kilometer abgestrampelt, quer durch Europa, durch ganz Afrika und ist irgendwann einmal in Südamerika, in Ecuador gelandet und hat gefunden, jetzt möchte er mit seinem Velo auch noch den Amazonas entdecken. Aber ein Velo und der Amazonas, da braucht es ein Boot, das man drumherum baut. Aber mit dem ist er ganze zwei Jahre unterwegs gsi, 7'500 Kilometer auf dem Fluss geradelt, sozusagen von den Anden bis am Schluss er im Atlantik gelandet ist. Ja, das ist ein wirklicher Abenteurer, kann man da nur sagen. Herzlich willkommen, Erwin Neukomm. Erwin, schön sind Sie da. Nehmen Sie Platz. Wunderbar. Sagen, ursprünglich wollte er ins Tibet radeln, aber dort sind er nie angekommen. Warum? Das ist ein langer Weg, sehr unkompliziert. Das ist wie Welsch, vielleicht ist kompliziert zum Lesen und ich habe den falschen Weg genommen. Aha, den falschen Wegweiser. Falsche Richtung. Das war nach dem Winter. Ein härter Winter. Und dann hat er gefunden, Afrika ist für Velofahrer die bessere Möglichkeit. Ist viel besser gewesen, ja. Mit dem Velo so weit, es gibt die bequemere Möglichkeiten, oder? Das ist die beste Möglichkeit. Langsam fahren, viele Leute treffen, in Kontakt mit der Natur. Für mich ist der schönste Weg zum Reisen. 11 Jahre mit dem Velo unterwegs. Unter anderem in Afrika, mehr oder weniger, immer. Also, wie hat er euch da durchgeschlagen? Immer nur radeln hat er nicht können. Nein, ich musste arbeiten müssen. Geld ist auch wichtig. Ich habe zwei Jahre zum Beispiel als Safari-Reiseführer gearbeitet. Und immer ein paar kleine Jobs gemacht und Leben geniessen, nicht nur Velo fahren. Aber in Afrika ist es wohl schön warm, aber manchmal für das Velofahren auch etwas zu heiß. Wie ist denn die Idee gekommen, Kontinent zu wechseln? Ich habe 7 Wüste mit dem Velo gemacht und immer Probleme mit der Sonne und wenig Wasser gehabt. Dann hatte ich diese verrückte Idee mit dem Busy Boat, so heißt es. Und ich habe einfach viel Schattenwelle und viel Wasser. Darum ist die Idee gekommen. Und am besten geht man dann nach Südamerika, ins Amazonasgebiet. Das ist der beste Fluss, der größte. Mhm. So, ich habe 3 Jahre noch genug, bis ich dort angekommen bin. Jetzt aber den Fluss mit dem Velo zu befahren, ist nicht ganz einfach. Es braucht ein Boot dazu. Ja, das hilft. Nein, jetzt ist es mir praktisch gewesen, das Boot. Und auch für die Piranhas und Kaiman. Ja, das ist schon. Ist besser mit einem Boot. Ist viel besser gewesen. Ist das einfach gewesen? Ihr musstet ein Boot ummodeln, das ihr mit euren Wadli und euren Oberschenkel bedienen könnt.
Ja, das ist für mich der beste. Ja, ich habe einfach das lange geträumt und das ist so eine verrückte Idee und wo auf der Welt gekommen ist und ich bin immer noch da, um das zu erzählen. Aber das braucht eine Hilfe. Also wie hat das Boot gefunden? Ich habe das mit einer Jämische gebaut. Und nachher noch Leute haben mir noch geholfen, um die mechanische Seite. Das war ziemlich spontan. Die Leute haben mir einfach geholfen, die haben einfach die Idee cool gefunden. Also die haben gefunden, jetzt kommt so ein junger Mann mit einer verrückten Idee. Der hat ein Boot, das man so wie ein Mississippi-Schiff antreibt, genau, mit entsprechenden Ruder. Ist das problemlos gegangen? Nein, darum bin ich das wie so loco gsi, der verrückte Schweizer. Ja. Ich verstehe, das war auch eine verrückte Idee. Und am Anfang habe ich ziemlich viel geschlafen. Ist das dann, wo das Boot mal gestanden ist, einfach gewesen, das auch im Fluss zu manövrieren? Oder hat das seine Tücken gehabt? So, am Anfang ich habe schnell Schnellstürme. Heißt das so? Stromschnelle. Stromschnelle. Ja. Ich habe viel Stromschnelle gehabt und dann habe ich gemerkt, das ist gar keine gute Idee. Zum also Glück die Stromschnelle noch das Boot? Beide. Beide zusammen. Und, aber nachher ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und in der Zeit, man gewöhnt sich daran. Aber am Anfang war es hart. Wenn man jetzt so loszieht, der Amazonas ist bekannt, das ist ein verwirrliches Flusssystem von Zugflüssen und so weiter. Habt ihr dort monatelang Karten studiert, um den richtigen Weg zu finden, oder wie seid ihr losgegangen? Gute Karten gibt es keine in der Amazonas und ich habe kein Ziel gehabt. So für mich bin ich einfach nie verloren gewesen. Das ist der einfach mal los. Einfach mal los und ich bin auch viel Fische gegangen und Tiere schauen. So. Ich war einfach an der richtigen Platz in der richtigen Zeit. Und beim Fluss weiss man, wenn es abwärts geht, dann ist man wahrscheinlich in der richtigen Richtung. Vielleicht nicht auf dem richtigen Fluss, aber. Nochmal fallen, aber ja, das hilft schon. Jetzt kann man ja sagen, beim Amazonas sagt man immer wieder grosse Gefahren. Die Stromschnelle hat er gesagt. Am Anfang waren es Piranhas oder die Anaconda oder am Schluss Piraten, die am gefährlichsten waren. Genau, ein bisschen alles, ja. Alles ein bisschen immer wieder. Die Piranha ist nicht so das Problem, weil solange man blutet nicht, dann ist okay. Piraten, die Mensch ist einfach der Gefährlichste. Und was hat er da für Erlebnis gehabt? Ich hatte ziemlich viel gehabt. Ein paar Mal Waffen auf mir gehabt. Die wollten auch Kokain in meine Boot verstecken. Für 5000 Dollar habe ich mir richtig überlegt. Aber der Boot ist pura vida, pures Leben. So ist es nicht etwas für mich gewesen. Also, der konnte immerhin immer wieder diesen Piraten gegensteuern. Er hat an der Bar getroffen. Ich hatte viel Glück. Das war viel Glück, ja. Und also, einmal habe ich mit dem Alkohol getrunken. Ich nicht so viel, denn die haben ein bisschen mehr gehabt, zum Glück. So konnte ich am Morgen einfach losfahren können. Anstatt dass er als Geisel gefangen genommen wurde. Genau, ja. Wenn man so einen Fluss entdeckt, der jetzt angetönt, trifft man auch wahnsinnig interessante Tiere an. Hat es da ganz besondere Erlebnisse gegeben mit Tieren, die er gesehen hat? Also, ich glaube, für mich mit den Delfinen, das war einfach eine liebe Geschichte. Die haben mir immer ein bisschen geholfen. Also, ich habe viele Geschichten. Also Flussdelfine? Die Flussdelfine, die rosaroten nicht, auch nicht, wenn man besoffen ist. Es gibt richtig rosaroten Delfine. Und was habt ihr mit denen erlebt? Die sind einfach eine gute Begleitung gewesen. Also die sind immer mit mir gewesen. Einmal in einem riesigen Sturm, der hat mich den Weg gezeigt. Also effektiv so wie Geschichten aus dem Kinderbuch. Genau. Wenn man nicht mehr weiter weiss, der Sturm kommt, dann kommen Delfine quack, quack, quack und zeigen den Weg. Ja, und dann man denkt, man glaubt, dass man spinnt, aber nein, das ist schon so. nein, das war richtig beeindruckend. Also jetzt verstehe ich alle die Legenden und die Mythen, so die Geschichten über die Delfine. Das ist richtig speziell mit Delfinen. Haben Sie sich auch verabschiedet? Nein, weil ich bin immer noch dort. Ich fahre immer den Velo mit dem zusammen.
Also sie wissen, jetzt kommt der Schweizer mit seinem komischen Boot und dann machen wir neben euch ein paar Pirouetten. Genau. Ihr habt fast 2 Jahre lang den Amazonas befahren. Mhm. Ja, 2 Monate. Also, das war über 3 Reisen. Ich habe immer ein bisschen gestoppt, ein bisschen wieder gearbeitet mit Touristen oder einfach Geld gesucht. Mhm. Wie haben die Menschen entlang von dem Fluss, wo man ja sagt, sie sind sehr zurückgezogen, auch ein bisschen misstrauisch, wie haben sie reagiert auf euch und euer Boot? Es gibt ein bisschen alles. Es gibt, die sind alle neugierig, aber oftmals die haben Angst oder die haben glaubt, dass ich ein Delfin selber bin. Mhm. Oder dass ich ein Kopfabschneider war, Organe, Verkäufer, Drogenhändler, klar. Aber normalerweise waren die Leute waren schon ziemlich nett mit mir und neugierig. Jetzt hat es ja nicht ein Shoppingcenter an jeder Flusskreuzung. Wie kann man sich denn über die ganze Zeit mit den entsprechenden Lebensmitteln? Gibt es überall. Man muss nur das Fischnetz einfach ins Wasser legen und es gibt tausende Arten von Fischen. Also in dem Sinn ist es das Lebens-Shoppingcenter, wo man da antrifft. Genau. Was hat, nicht am Anfang, aber man lernt. Was hat für euch die Reise verändert? Viel. Also ich schätze viel mehr die kleinsten Sachen vom Leben, meine Familie. Speziell wenn man fast am Sterben ist, dann man lernt viel über das Leben und wie schön die ist. In der Zwischenzeit ist eigentlich das Amazonasgebiet, Kolumbien, zu eurer Heimat geworden. Genau. Ja, ganz wunderschöner Ort. Ich habe ein Reservat mit meiner Freundin, die ihre Familie gehört. Ja, zwischen Kaiman, Anaconda, Moskito, aber Harfen, Papageien, viel nice, ein richtiges Paradies. Tönt vielleicht nicht so, aber. Was können wir Menschen, die jetzt nicht 11 Jahre in der Welt unterwegs sind, lernen von so einer Reise? Ja, ich glaube, ich kann nichts. Also einfach, man muss einfach losgehen und das Leben ist schön. Und die Welt ist groß und gleichzeitig ist auch klein. Und, aber wunderschön. Für mich war das Beste, das mir passiert ist. Der hat mal als Bankmitarbeiter gearbeitet. Ist das je wieder eine Alternative, zurückzugehen ins alte Leben oder auf also, zu neuen Ufern, bleibt also, eure Devise? Zum Geld abziehen schon, aber. Ja. Aber sonst, nein, ich bin ziemlich glücklich, wo ich bin jetzt. Also in der Nähe von Natur, von glücklichen Menschen, friedlichen Menschen. Da in Kolumbien ist nicht wie man denkt eigentlich. Es ist viel ruhiger und ganz herzliche Leute. Wenn man zurückkommt in die Zivilisation, was ihr jetzt gemacht habt seit ein paar Tagen, wie erlebt man da unsere Welt? Da gibt es viele Leute. Viel mehr Leute als bei mir. Mhm. Ein bisschen mehr stressig irgendwie, aber doch schön. Auch viel Käse, viel feine Sachen zu essen. So, das kompensiert ziemlich gut. Gut, also es ist noch nicht so, dass du gerade wieder flüchten müsst. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich bin ziemlich glücklich damit. Wenn man ein bisschen mehr von einer Geschichte erfahren möchte, seid unterwegs mit Vorträgen. Das findet man auch bei uns auf der Internetseite. Und genau. Wenn man das Paradies sucht, muss man halt auf zu neuen Ufern. Mhm. Allenfalls mit einem Velo, wo man als Boot einsetzen kann. Genau. Erwin, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke vielmals für alles. Alles Gute. Danke. Auf zu neuen Ufern, das gilt auch in dem Sinn für meinen nächsten Gast. Sie hat eigentlich ursprünglich vor der Matur Archäologin werden, hat sich das aber noch kurzfristig anders überlegt und hat Physik studiert. Damals zu selber eine Zeit, das richtiges Ereignis war, eine Frau, die Astrophysikerin wird. Und in der Zwischenzeit ist sie Professorin, leitet das Team an der Berner Universität zur Erforschung vom Weltraum. Und ihr geht es letztendlich darum, herauszufinden, gibt es denn eigentlich in dieser grossen, weiten Welt von unserem Universum irgendwo rund um die Planeten, die es ja zu Milliarden gibt, noch eine Art von Leben? Was genau dahinter steckt, wie man so etwas herausfinden kann, meine Damen und Herren, das möchten wir jetzt gerne von ihr erfahren. Herzlich willkommen, Frau Professor Kathrin Altweg.
Danke. Nehmen wir Platz. In den 70er Jahren hat er studiert und gefunden, nicht Archäologie, sondern die machen so etwas wie kosmologische oder in dem Sinn das Studieren von Weltraumarchäologie. Wie haben da die Leute reagiert, wo eine Frau plötzlich Physik studieren durfte? Ich war ein bisschen allein. Das sicher, oder? Alle meine Kommilitonen waren Männer. Aber ich hatte das Glück, ich habe bei einer Professorin, bei einer Frau doktoriert. Und damit hatte ich alle Unterstützung, die ich brauchte. Hat es dir auch zwischen Ihnen blöde Bemerkungen gegeben? Ja. Es hat einen Professor gegeben, der mir gesagt hat, ich soll lieber zu Repago Strümpfe verkaufen. Mhm. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen. Also, das heisst, man hat sich wirklich auch ein bisschen durchsetzen. Auf jeden Fall, ja. Astrophysik, das ist für die meisten natürlich ein Wort mit 7 Siegeln. Was genau, ihr habt zwei Töchter, erklärt ihr, oder habt ihr damals als Mutter einer Töchter erklärt, was die Mami macht, wenn es aus dem Haus geht? Also eigentlich mache ich Physik, nicht Astrophysik. Oder Astro wären Sterne. Und ich befasse mich eigentlich nicht mit Sternen, sondern mit kleineren Körpern, Planeten oder Kometen. Und in dem Sinne ist die Berufsbezeichnung nicht ganz richtig. Ich bin Weltraumphysikerin. Mhm. Und was ich mache, wir entwickeln Instrumente, also wir bauen Technologie, das ist Hightech. Und wir starten die mit einer Sonde von ESA, NASA oder den Russen oder was auch immer. Und dann kommen wir die Daten zurück aus dem Weltall und die probieren wir zu interpretieren. Also Astronomie, die schaut von hier aus das Universum an, oder mindestens das, was man davon sieht, und der schickt Gegenstände dorthin. Genau, wir schicken Messinstrumente rauf. Ja. Jetzt kann man sich fragen, was bringt denn das? In erster Linie mal nichts, oder? Aber also es hat niemand mehr zu essen, wir besiegen keine Krankheiten damit. In erster Linie bringt es nichts. Aber in zweiter Linie natürlich. Wie, ja, das, was ich mache, bringt auch nichts. Bringt auch nichts, nein. Also aber mehr etwas zu essen. Mhm. Ja, mehr auch, oder? Ja. Aber es befriedigt unsere Neugier. Oder der Mensch ist von sich aus sehr neugierig und das hat uns eigentlich so weit gebracht, wie wir sind. Sonst wären wir wahrscheinlich immer noch auf den Bäumen oder in den Höhlen, wenn wir nicht würden fragen. Mhm. Und das Fragen bringt uns dazu, die Forschung zu machen. Jede Religion hat das im Zentrum, oder? Woher kommen wir? Wie ist das entstanden? Wie ist das Sonnensystem entstanden? Der Mensch entstanden und woher gehen wir? Mhm. Und dem gehen wir mit naturwissenschaftlichen Methoden nach. Das heisst, wirklich mit einem offenen Kopf, mit einer uneingeschränkten Neugier und mit allen technischen Möglichkeiten, das zu erforschen. Um was geht es denn letztendlich? Geht es darum, herauszufinden, ob es noch Leben gibt an einem anderen Ort als hier bei Planet Erde? Das ist auch schon das Schlussziel, aber da sind wir noch weit weg. Zuerst müssen wir mal verstehen, wie es zu uns gekommen ist. Mhm. Also schon der Begriff Leben ist ja gar nicht einfach zu definieren. Es gibt keine gute Definition. Wer immer die Frage gibt, gibt es eine andere. Und die zweite Frage ist dann, an was merken wir, dass es nicht mehr Leben hat? Also wenn jetzt einer von aussen Teilen anschaut, wie merkt er, dass wir da unten sind? Mhm. Und auch das ist alles andere als einfach. Und das sind mal die ersten Fragen, die wir klären müssen. Wenn wir das geklärt haben, wenn wir wissen, woran man Leben erkennen kann, dann können wir dann auch bei anderen Sonnensystemen, bei anderen Sternen schauen. Wie weit sind wir, um zu erkennen, ob es Leben gibt? Also ich forsche ja vor allem Kometen. Kometen, da hat man das Gefühl, das sind Tourbausteine von unserem Sonnensystem. Und was wir feststellen, ist, dass es ganz viele organische Moleküle gibt, nebst Wasser. Mhm. Und das ist eigentlich, wir finden alles, was es braucht, für Leben herzustellen. Aber auf dem Kometen ist es viel zu kalt, da hat er kein Leben. Oder? Das ist eisig kalt, da fehlt Energie. Aber im Prinzip wissen wir jetzt schon, dass das Material für Leben zu machen universell ist. Älter als unser Sonnensystem mit Reiten gerade gar nichts zu tun hat, sondern schon vorher existiert hat. Aber dass auf unserer Erde auch durch Kometen Leben entstanden ist? Also Kometen könnten die Grundbausteine für Leben gebracht haben, ja. Mhm. Ja.
Also bei der Entstehung von unserem Sonnensystem, das ist wie viel? 2 Milliarden Jahre her? 4,5. 4,5, gut. Das ist ein Detail. Nein, das kommt auch nicht mehr darauf an. Bei dieser grossen Zahl spielt es keine Rolle. Hat es ganz offensichtlich Regen gegeben von Kometen, die auch auf die Erde prasselt sind? Das weiss man wegen der Krater auf dem Mond. Also wenn das nächste Mal auf den Mond geht, mit der Schauen, die sind alle gleich alt. Gut, ja. Also geht ihr jetzt schauen, ob es auf anderen oder was es auf anderen Kometen auch für Bestandteile gibt? Also wir untersuchen jetzt eine Komete, oder, wo unsere Sonde ist. Der hat einen schon gemacht, ja. Der Halley. Der Halley, ja, vor 30 Jahren. Ja. Und das ist jetzt der zweite, Churyumov-Gerasimenko. Und da können wir viel mehr Details untersuchen als der Halley. Mhm. Wir sind jetzt auch lange bei diesem Komet, oder wir haben Zeit. Das ist, denke ich, eine Schwierigkeit von eurem Beruf. Also, wir haben hier so ein Modell. Ich gebe das jetzt da mal ein bisschen näher. An dem habt ihr mitgearbeitet. Was genau ist das? Das ist die Rosetta-Sonde. Das ist der Satellit, der seit mehr als einem Jahr jetzt um einen Komet kreist. Aber der ist gestartet von hier? Von Kuru aus, ja, von Guyana aus. Vor elf Jahren. Ja, 11,5, fast 12, ja. Genau. Ja. Ist lange unterwegs gsi, ja. Bis er an dem Jury angekommen ist oder in die Nähe gekommen ist. Der hat ihn jetzt Komma versetzt. Also ist Winterschlaf. Winterschlaf? Ja. Gut. Wie lange hat er geschlafen? 2 Jahre und 7 Monate. Ein langer Winterschlaf? Ja. Wieso hätte er das müssen? Er war zu weit weg von der Sonne, oder? Er hat zwar so grosse Solarpanel, aber die haben nicht mehr gelangt. Er hatte keine Energie mehr. Alle Energie, die er noch bekommen hat, hat man zum Heizen gebraucht. Das heisst, alles andere musste man abstellen. Und dann hat man ihn wieder zum Leben erweckt? Er hat sich selber wieder erweckt. Okay. Glücklicherweise. Und dann hat er etwas abgestoßen, nämlich das kleine Ding, oder? Ja, der Viele. Das ist auch unter eurer Anleitung oder eurer Mithilfe entstanden? Nein, das ist deutsch-französisch. Mhm. Und mit dem haben wir eigentlich nichts zu tun. Wir haben mit denen hier oben zu tun. Was macht jetzt das Roboterli auf dem Jury-Planet? Also, den hat man abgeworfen. Dann hat er sollen zum Beispiel die Zusammensetzung des Komet auf dem Boden messen. Physikalische Eigenschaften des Komet. Er ist ja dann leider ein bisschen gehüpft, oder? Mhm. Er ist runtergekommen und dann ist er ein bisschen wie ein Gummibälle weitergehüpft. Das hat ihm offensichtlich nicht gefallen. Aber gemessen hat er. Ist ein Braver gsi in dem Sinne. Ist ein Braver gsi, aber nachher hat er keine Batterie mehr gehabt. Ja, dumm. Ja, er ist im Winter, ist zuerst im Sommer gelandet, aber dann im Winter gehüpft. Okay, ja, weil der Komet ist nicht so gross. Nein, nur 4 Kilometer. Ist Winter und Sommer nöch benannt. Aber genau. Jetzt, was habt ihr denn genau gemacht? Also wir sind an diesen Instrumenten oben beteiligt, das sind die. Und das sind effektiv Massenspektrometer. Mit denen machen wir eine chemische Analyse vom Material des Komet. Und was kann man da herausfinden? Also wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass der Komet stinkt. Stinkt? Jawohl. Das finde ich schon wirklich eine grossartige Erkenntnis. Ja. Wieso? Methangas oder was? Ja, nein, nach faulen Eiern. Aha, Schwefel. Schwefel, ja. Ja. Mhm. Aber auch Methan hat es auch. Es hat noch viele. So. Aber mit dem haben wir jetzt eben zum Beispiel herausgefunden, dass das Wasser von der Erde nicht alles von solchen Kometen kommen kann, wie bei uns. Wir haben herausgefunden, dass es eben die organischen Moleküle hat. Und was ist das? Das ist auch ein Massenspektrometer, ein bisschen anders. Also das hat man auch dort aufgeschossen? Ja. Ja. Der hat gesagt, es hat Wasser dort, aber nicht das gleiche wie auf der Erde. Habe ich das nicht ganz verstanden? Das gleiche, ja, ja. Es hat dort mehr schweren Wasserstoff. Jetzt, was kann man daraus schließen? Eben, dass nicht alles Wasser von der Erde von Kometen kommt. Mindestens nicht von diesen Kometen. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Edelgas. Und die würden dafür sprechen, dass mindestens unsere Edelgas könnten von Kometen kommen. Und wir haben das organische Material, das daraus Leben entstehen kann. Jetzt habt ihr so lange gewartet, um zu wissen, dass es stinkt und dass nicht das gleiche Wasser ist. Wie motiviert man sich als Wissenschaftlerin, immer wieder dahinter zu gehen, dran zu bleiben, zu analysieren, neue Fragen zu stellen, in der Hoffnung auf Antworten? Es ist wirklich die Neugierde, die einem treibt. Oder? Man will wissen.
Wir wollen wissen, aus was der Komet besteht. Wir wollen verstehen, wie aus einem Komet schlussendlich ein Eiter entsteht. Wir wollen verstehen, wie die Moleküle, die auf dem Komet sind, schlussendlich zu Leben führen. Und das treibt einen. Die Frage, die natürlich jetzt alle stellen, ist, gibt es außerhalb von unserem Planet, der Erde, Leben irgendwo? Was sagt da die Wissenschaftler? Also man kann nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und ich habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross. Mhm. Weil bis jetzt kennen wir 2000 Planeten außerhalb des Sonnensystems. 8 im Sonnensystem, 2000 sonst. Fast jeder Stern hat seine Planeten. Damit hat auch sehr viele Sterne einen Planeten am richtigen Ort, dort, wo das Wasser flüssig ist. Mhm. Und warm genug, respektive nicht warm zu kalt. Warm genug, ja. Und die Kometen mit diesem Material, die sind überall. Das kann man beobachten mit Radioastronomie. Heißt das, es gibt auch Intelligenzleben? Ja, gibt es bei uns Intelligenzleben? Das fragt ihr mich! Ich meine, technologisch fortgeschrittenes Leben. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen kleiner als das überhaupt. Also, Leben ist ein Bakterium, oder? Das ist sehr viel wahrscheinlicher. Technologisches Leben kann es sehr wohl geben. Die Frage ist, ob es gleichzeitig ist. Mhm. Oder wir können seit gut 120 Jahren oder so, 150 Jahren funken. Ja. Vorher waren wir unsichtbar gewesen, von außen. Und wer weiß, wie lange wir das noch können. Also, wir sind jetzt schon schlecht. Oder? Früher hatten wir schöne Fernsehantennen auf dem Haus. Ja. Die konnte man von außen sehen. Also von einem anderen Planet. Mhm. Jetzt geht alles per Kabel, das sieht man nicht mehr. Jetzt, wenn ein anderer Planet, der 1000 Lichtjahre von uns weg ist, mit uns kommunizieren möchte, geht das auch länger? Ja, das geht eben 2000 Lichtjahre, bis die Antwort kommt. Ja. Und dann weiss man nicht mehr, was man gefragt hat. Genau, richtig. So wie ihr forscht, müsst ihr doch eigentlich zum Schluss kommen, wir sind alle aus Sternenstaub entstanden und es ist alles ein Zufall. Gibt es in diesem Sinn einen Masterplan vom Universum? Also das ist eigentlich nicht unsere Forschung. Oder? Unsere Forschung sagt nur das Wie. Also wie ist es zum Universum gekommen, Big Bang, wie sind Sterne entstanden, wie sind schlussendlich Planeten und Menschen entstanden, oder also Lebewesen entstanden. Warum, das beantworten nicht mehr. Oder? Das überlegen die Theologen und Philosophen. Mhm. Das ist eine wichtige Frage, weil der Mensch stellt es warum. Auch. Und was sagt Frau Altweg? Ich staune einfach immer wieder über die Natur. Mhm. Es ist fantastisch. Aber wisst ihr, wo Gott hockt? Nicht oben, wenn schon dann in unserem Kopf. Das ist ein klares Schlusswort. Danke vielmals. Frau Altweg. Alles Gute, weiterhin. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mein nächster Gast hat eigentlich auch nicht genau gewusst, was er werden wollte. Das heisst, er hat eigentlich etwas anderes im Kopf gehabt, wollte Bauer werden, aber der Hof hat gefällt und eine willige Bäuerin. Und so ist er Bändler geworden. Und jetzt schafft er seit 30 Jahren für den gleichen Arbeitgeber und in den letzten 8 Jahren ist er auch gerade Chef von diesem Unternehmen. Sein Bahnhof liegt auf 3454 Meter und heisst Jungfrau Joch. Und mit seinen Ideen ist die Bahn zusammen mit dem ganzen Team zu der erfolgreichsten Bergbahn überhaupt geworden. Immer platschvoll und weltberühmt. Was dahinter steckt und welche neuen Ideen er auch immer wieder ausheckt, in dem Sinn zu neuen Ufer geht, das erzählt uns der Urs Kessler. Herzlich willkommen. Herr Kessler, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ursprünglich wollen Bauer werden und dann schlussendlich Bändler wurde, immer noch glücklich in diesem Beruf. Ich habe meine fast 30 Jahre bei der Jungfrau Bahn eigentlich noch nie müssen arbeiten, weil ich gerne mache, was ich tue. Das klingt schön. Wie manchmal seid ihr schon auf dem Jungfrau Joch oben? Ja, ich denke, so in diesen knapp 30 Jahren etwa 1000 Mal. Aber wird das nicht langweilig? Ja, darum machen wir eben immer nicht eine neue Attraktion auf dem Jungfrau Joch. Ah, das soll dir etwas Neues kann. Dass ich immer wieder etwas Neues kann erleben, natürlich nicht nur unsere Gäste. Das ist natürlich viel wichtiger für die Gäste, aber es ist immer wieder ein Erlebnis. Herr Kessler, in der Schweiz gibt es so
ein Hauptfach im Studium, das heisst Jammern. Im Moment jammert man über die Währung, höheren Frankenkurs, man jammert über die Wirtschaft, läuft nicht so gut, wie sie sollte, und man jammert über das Wetter im Tourismus. Und ihr? Wir haben eigentlich ganz drei andere Wege. Wir haben Wurzeln, Wert und Weitblick. Und ich glaube, es ist wichtig, jede Krise ist auch wieder eine Chance. Mhm. Und aus diesen Chancen muss man eben etwas dafür tun. Muss man da die Schweizer manchmal aufrütteln, dass sie da aus dem Jammertal rauskommen? Also ich denke, es ist natürlich eine Gefahr, auch bei uns im Tourismus generell. Es ist so eine Selbstzufriedenheit da. Und ich denke mir, das Wichtigste ist immer wieder etwas Neues den Gästen bieten, neue Innovationen schaffen. Und ich sage immer, Selbstzufriedenheit ist eigentlich der grösste Killer von Qualität und Innovation. Mhm. Also das heisst, ihr müsst doch viel motivieren, oder? Das gehört sicher auch zum Job. Und, aber ich habe es eigentlich relativ einfach, weil ich bin jeden Tag motiviert. Wenn man sich überlegt, was macht der Erfolg aus von einer Bahn, die im Unterschied zu allen anderen, die Probleme haben finanziell, jedes Jahr 30 plus Millionen Fürschi macht, was ist der Hintergrund? Also ich denke, es sind verschiedene Faktoren. Einerseits ist es natürlich wichtig, ein gutes Team zu haben, motivierte Mitarbeiter. Dann natürlich auch ein langfristiges Denken unternehmen. Ich denke, heute das ist ein grosses Problem. Man will sofort, schon morgen oder am liebsten übermorgen, will man den grossen Erfolg. Und das braucht Aufbauarbeit, zum Beispiel, wie wir es in Asien gemacht haben, mit eigenem Vertreternetz. Und dann muss man natürlich auch eine Top-Marke haben. Und ich sage immer, eine Top-Marke, wie Jungfrau Joch, Top of Europe, ist eine gezielte Investition ins Produkt, aber natürlich auch ins Marketing. Und ihr seid einer, der geht bügeln, geht Klinken putzen. Ihr seid nonstop unterwegs auf der ganzen Welt. Also ich war früher natürlich mehr unterwegs gewesen. Also, als ich angefangen habe bei der Jungfrau Bahn, war ich ganz alleine mit einer Assistentin. Und hat mir der Chef gesagt, mach uns etwas. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, was er erwartet. Dann hat er gesagt, mach einfach etwas. Mach! Und dann bin ich nachher auf den Markt gegangen. Und ich gehe heute noch viermal im Jahr auf Asien, durch die wichtigsten Kunden besuchen. Von morgen früh bis am Abend spät. Persönliche Kontakt, Kundenbeziehungen sind in Asien viel wichtiger als in Europa. Also das heisst, man muss auch wirklich zum Büro aus und sagen, nicht nur einfach, wie tun wir Kosten sparen und wie optimieren wir die Situation, sondern wie holen wir ein Lächeln bei den Menschen ab, dass sie auch Freude haben an dem, was man macht. Also für mich ist der Kundenkontakt auch für die Jungfraubahnen ganz zentral, weil ich sage immer, innovativ und kreativ kann man nur sein durch einen Kundenkontakt, also auf den Markt gehen, Fragen und Bedürfnisse sind. Bei den Indern habe ich zum Beispiel gelernt, dass das Essen sehr wichtig ist. Und die erste indische Gruppe, sie kam so 98. Und da haben wir im Jahr 2000 ein indisches Restaurant gemacht auf dem Jungfrau Joch. Ja, zuerst hatten wir noch ein Genuss in den Bahnen, weil sie alle picknickt haben und gefunden haben, das geht jetzt nicht. Das ist genau so. Also, sie kamen mit dem Camion, haben gekocht, sind dann in den Zug, wir mussten jeden Zug wieder reinigen. Und aus diesem Grund haben wir eben das indische Restaurant gemacht, Bollywood, wo wir heute pro Tag 1200, 1500 Leute verpflegen. Während der Hochsaison. Und das ist ein riesiger Renner, weil das Essen in Indien, gerade für die Touristen, ist fast wichtiger als der Ausflug geworden. Weil es hat sehr viele Vegetarier. Über 50% sind Vegetarier. Ein Haufen essen noch nichts mit wurzellosem Boden. Und darum haben wir dort sicher genau Kundenbedürfnisse getroffen. Aber das weiss man nur, wenn man auf den Markt geht, mit den Kunden redet. Zulässt. Zulassen. Das ist sicher eine ganz wichtige Eigenschaft, wo ich mir selber auch immer muss sagen, den Mitarbeitern im Team zulassen. Das sind einer, der auch berühmt ist dafür, dass er viel fordert von den Leuten. Mama, sie haben nicht nur beliebt, oder? Also wenn ich mich als Chef natürlich bei der Jungfraubahn mit Mittelmass zufrieden gebe, dann ist auch das Team Mittelmass. Und ich glaube, es ist wichtig, unser Antrieb muss sein, jedes Jahr immer wieder besser zu werden, neue Attraktionen schaffen, neue Dienstleistungen bringen, weil der Gast, der muss heimgehen und sagen, wir haben die Erwartungen von ihm übertroffen. Und dann machen wir einen guten Job. Nur so ist die teure Fahrt auch überhaupt vertretbar, oder? Das ist ja sozusagen die teuerste Bahn auf der Welt. Wir sind eine der teuersten Bahnen, ja. Aber wir haben ja das Halbtagsabonnement, das für einen Schweizer gültig ist, oder? Wo man für weniger als 100 Franken auf die Jungfraujoch fahren kann. Und nachher gibt es keinen Ausflug, der so viel bietet. Denkt eins, was eine Tageskarte im Wintersport kostet, fast gleich viel wie ein einmaliger Ausflug in die Gletscherwelt auf die Jungfraujoch. Ihr seid auch bekannt dafür, dass ihr extrem schnell entscheidet. Wenn man schnell entscheidet, macht man noch Fehler. Wie schwierig ist das, als Chef zuzugeben, dass man falsch entschieden hat?
Also ich denke, das ist sicher ein Grundsatz. Aber ich sage immer, wenn man 10 Entscheidungen trifft, dann sind 2 davon falsch. Aber ich kann mir nicht erlauben, auf die 8 Richtigen zu verzichten. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch heute. Entscheiden. Entscheiden heisst ja auch Risiken eingehen. Und dort habe ich das Gefühl, auch unsere Wirtschaft hat heute ein Problem. Es sollte niemand mehr Verantwortung tragen, Risiken eingehen. Und wenn man Fehler macht, dann muss man schauen in einer Unternehmung, dass man eben einen Betrieb hat, wo man zu den Fehlern steht. Mhm. Fehler macht jeder. Auch ich mache Fehler, wie jeder Mitarbeiter. Das ist erlaubt. Es braucht auch eine Fehlertoleranz von euch gegenüber den Leuten, die mit euch zusammenarbeiten. Es braucht im ganzen Unternehmen eine Fehlertoleranz. Weil nur aus Fehlern kann man lernen. Und nur wenn man die Fehler eben bereit ist, schon aufzudecken, zuzugeben, dann wird es eine Unternehmung weiterentwickeln. Herr Kessler, ihr seid im Moment an einem Wahnsinnsprojekt. Für 420 Millionen baut ihr eure Bahn aus, respektive bessere Verbindungen. Das stößt nicht überall auf, ja, sagen wir mal, Goodwill. Im Oberland gibt es ja den ältesten Oberländer, der heisst Nied. Oder der zweitälteste ist der Guggiföhn. Ja, genau. Wie geht man damit um, wenn man plötzlich auch in seiner Heimat nicht nur da ist, wo man auf die Schulter klopft, sondern einen ist, den man auch bekämpft? Also es ist, schlussendlich geht es immer um die Region. Es geht nicht um die Jungfraubahn, es geht auch nicht um Urs Kessler, es geht um die Region. Und ich denke, das Projekt, die Investition in das V-Bahn-Projekt, da geht es um Destination Grindelwald, die ganze Jungfrau-Region, aber natürlich auch unsere Bahngruppe, damit wir auch in Zukunft eine Top-Destination sind, mhm, im internationalen Wettbewerb. Gibt es Leute, die sagen, es ist grösser Wahnsinn? Also, auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Leute, die sagen, das Projekt braucht es, also die grosse Mehrheit. Und ich glaube, entscheidend ist, ob jetzt eine Mehrheit in Grindelwald, in der gesamten Jungfrau-Region, und die ist entscheidend. Und das ist normal. Es gibt natürlich in jedem Projekt, und gab es auch bei einem grossen Projekt mit 8 Bestandteilen, gibt es natürlich immer Teile, die dem Einzelnen nicht gefallen. Mhm. Braucht es Mut, so etwas durchzuziehen, jetzt gerade in unserem Land, wo man lieber ein bisschen am Schermen steht? Also dort, es hängt vielleicht auch mit unserer Selbstzufriedenheit zusammen. Es läuft ja gut, aber das Wichtigste ist eben, wie läuft es nächstes Jahr? Wie läuft es nächstes Jahr in Zukunft? Also ich sage immer, das Wichtigste ist nicht, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie vorbereitet sein. Und genau mit diesem Projekt sind wir für die nächsten 30, 50 Jahre vorbereitet. Und darum lohnt es sich eben, auf ein solches Projekt zu kämpfen. Mangelt es manchmal in der Schweiz am Unternehmergeist? Es ist eine Gefahr da, dass man natürlich vielfach den Mut verliert. Man will es auch allen recht machen. Man ist nicht mehr bereit, eben auch wieder Risiken einzugehen. Und das ist schon ein kleines Problem. Und was ich am meisten hasse, ist natürlich immer, wenn sie kommen und sagen, jetzt machen wir eine Arbeitsgruppe. Dann sage ich immer, das machen wir, wenn man nicht weiss, was machen. Mhm, genau. Aber die Arbeitsgruppen, die florieren. Das ist etwas mit grossem Wachstum. Das ist so. Und es ist leider eine Tendenz da, dass man halt auch viele Strategien, Konzepte und manchmal muss man eben den Mut haben und dann ist vorwärts gehen. Mhm. Hat eine schlaflose Nacht zwischen? Ich habe noch nie schlaflose Nacht gehabt. Wegen der Jungfraubahn, ganz im Gegenteil. Wenn man das Leben lang, die letzten 30 Jahre, sich so für ein Projekt einsetzt und eigentlich ja schon fast Mr. Jungfraubahn ist, gibt es ein Leben außerhalb? Es ist natürlich sicher ein Bestandteil geworden. Mit den Jungfraubahnen, das ist ein Bestandteil von meinem Leben. Und wie gesagt, ich mache es sehr gerne. Und es ist natürlich sicher so, dass vielleicht das eine oder andere Mal, wenn man viel im Ostland ist, viele Kunden bei uns daheim, das gehört halt auch dazu, sehr viele Kunden kommen zu uns heim essen. Die nehmen daheim, also eure Frau kocht und die Familie sitzt am Tisch und dann kommen Leute aus Indien und China und Südkorea, Japan, also da gibt es auch gewisse Menü, also es gibt gewisse Top-Kunden, die enttäuscht wären, wenn sie dort heim nehmen. Also zum Beispiel aus Japan, die wollen Nüsslisalat, der aus Korea, der will ein Fondue. Aha. Aber das ist eben auch Gastfreundschaft. Und ich denke auch Beziehung, eben, das gibt ganz eine andere tiefe Beziehung. Und es ist ja schön am Job, über all die Jahre hat es so Freundschaften gegeben, also sehr tiefe Beziehungen. Und auf die Leute, gerade in Asien, kann man natürlich auch zählen. Die sind Mitte 50, ewig, nehme ich an, weiter nicht arbeiten. Macht es Angst, irgendwann mal sich zu überlegen, ui, jetzt geht die Bahn ohne mich immer noch ob sie? Also, mein Ziel ist eigentlich, dass die Bahn natürlich eine Zukunft hat, eine Perspektive. Dazu gehört sicher für die gesamte Region das V-Bahn-Projekt. Aber ich freue mich sicher auch so auf die erste Mal, wenn ich als ganz normaler Tourist zum Beispiel aufs Jungfraujoch fahre oder auf Grindelwald-Fisch fahre,
nicht mehr verantwortlich bin. Vielleicht muss ich aufpassen, dass nicht der einen oder anderen Mitarbeiter vom Team sagen muss, du solltest noch hier etwas machen. Oder? Aber das wird sicher eine ganz neue Erfahrung sein. Herr Kessler, ich wünsche euch und um das ganze Land, wo eigentlich wirklich der Tourismus immer noch etwas sehr Wichtiges ist, der Optimismus und hauptsächlich auch Erfolg im 2016. Vielleicht gibt es ja jetzt eine Million Menschen, die auf das Jungfraujoch gehen in diesem Jahr. Es wird gar nicht so viel fehlen. Mhm. Swiss Award ist am Samstag. Ihr seid als Vertreter der Wirtschaft dort nominiert. Schon schlaflose Nacht, ob ihr mit diesem Pokal heimgeht? Nein, ganz im Gegenteil. Es ist, dass ich übermorgen auf der Bies ist sogar eine grosse Ehre. Und es ist natürlich auch eine Erkennung für das ganze Team der Jungfraubahnen. Und ich freue mich sehr. Also drücke den Daumen. Merci vielmals. Danke. Vielleicht können wir euch dann noch einmal gratulieren. Alles gut, Herr Kessler. Danke für den Moment. Meine Damen und Herren, wir haben weitere Gesprächspartner, die bei mir hinter der Bühne warten, die aber schon mit drei eigentlich sich angebahnt hat, was sie später wird machen. Sie kommt aus Georgien und ihre Mutter hat sich immer sehr gekümmert um sie und ihre Schwester und ist auch ein Klavier im Kinderzimmer gestanden. Und was am Anfang noch ein völliges Hobby war, ist dann gleich mal zu einer wahren Berufung und einem Beruf geworden. Sie ist nämlich in 28 bereits eine der Besten auf ihrem Fach. Mit ihrem Temperament, mit ihrer Virtuosität und hauptsächlich auch mit ihrem Können beweist sie immer wieder, dass sie ganze Konzertsäle hinreissen kann. Und ich nehme an, das wird sie auch heute Abend machen. Mit einem grossen Applaus eine herzliche Begrüßung für Katia Bunacivili. Katja, wunderbar. Herzlichen Dank. Danke. Bitte sehr.
Wenn man Sie beim Klavierspielen beobachtet, hat man das Gefühl, das ist auch ein Kraftakt. Ja, es ist beide. Ich denke, es ist sehr kraftvolle Kunst, weil es gibt nicht nur physikalisch, sondern auch intellektuell. Es ist wirklich sehr komplizierte und intellektuelle und energetische Weise auch sehr kraftvolle Kunst. Aber andererseits gibt es diese Sensitivität, was ist wahrscheinlich das Schönste im Kunst. Wir haben Chopin gehört, oder? Das war Chopin, revolutionäre Etude. Ist das Klavier, der Flügel, manchmal auch ein Feind, den man bearbeiten muss, oder ist es immer ein Freund? Ein Freund, den muss man kennenlernen und dass wir diese zwei Universum zusammen irgendwie mischen. Deswegen kommt diese Phrase, was oft ich mache einen Vergleich mit einem Horse. Ja? Mit einem Pferd. Genau, Pferd. Genau, weil jedes Klavier, wir sind nicht so wie Geiger oder Cellisten oder Singer. Wir müssen jedes Mal neue Klavier kennenlernen. Klar, es so ist wie heute. Jedes Mal ein anderer genau. Flügel. Und deswegen ist es so wie mit Personen, mit Menschen. Ja, wir kennenlernen Menschen und versuchen, unser Universum zusammen irgendwie in Harmonie zu leben. Ja? Genau so ist das mit Klavier auch. Wir versuchen, jedes Mal zu kennenlernen, zu irgendwie finden, gemeinsame Sprache und auch mit Nachteilen und Vorteilen akzeptieren, wie es ist. Seit 3 spielen Sie Klavier. Ja. Das ist sehr jung. Ich habe damals knapp laufen gelernt. Ich konnte schon lesen mit 3. Mit 3? Ja. Aber es war sehr einfach. Als ich geboren bin, im Haus, also im kleine Wohnung gab mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und Klavier. Alle waren schon da. Ich habe niemand ausgewählt. Die waren schon da. Und ich war sehr glücklich, weil es war sehr harmonische Weise. Es ist alles passiert. Eine Verbindung mit Musik durch meine Mutter. Sie war die erste unserer Pädagogin. Zuerst singen, weil das ist am natürlichsten zu machen. Für ein Kind das ist es natürlicher zu singen, natürlich, weil es ist Instrument, das ist mehr Körper, mit Körper verbunden. Und dann Klavier ist viel leichter als Geige oder Cellos oder andere Instrumente, weil es antwortet sofort auf die Bewegung. Mit Geige muss man das suchen. Ja? Mit Klavier ist es einfacher. Und Tasten antworten sofort. Das tönt auch nicht immer, wie es sollte. Das Klavier tönt wenigstens, wenn man die richtige Taste drückt, immer richtig. Genau, das ist wichtig auch. Deswegen, mit 3 Jahren, es war mit Ohren, das heißt hören und dann wiederholen. Meine Mutter hat so eine Methode gehabt. Ich mag nicht Methoden allgemein, aber sie wollte, dass wir so machen. Es war sehr ehrlich und sehr einfach. Und Ihre dann Schwester und Sie haben immer gemeinsam gespielt. Genau, dann mit 4 Jahren schon mit Noten, also Partituren zu lesen. Sie sind dann bald sozusagen in einem Wanderzirkus von Wunderkindern unterwegs gewesen mit Ihrer Schwester zusammen. Mhm. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Nicht so gut, weil meine Eltern, die haben nie gesagt, dass wir müssen Beste sein dafür, dass man Erfolg hat und dafür, dass man glücklich ist. Nein, meine Eltern waren, du musst zuerst glücklich sein und dann machen, was du machen willst. Mhm. Und genau in diesem Foundation, wo wir mit meiner Schwester waren, die haben immer gesagt, es ist so wie eine Pyramide. Am Ende sie sind viele, am Ende wird einer oder zwei bleiben. Und also ich denke, ihr müsst das ist kämpfen gegen genau. die Konkurrenz. Und Kunst ist nicht Kampf. Ich denke, weil was unterscheidet sich Kunst von Sport ist, dass im Sport muss man schneller und besser sein, ja? Im Kunst wir sind unterschiedlich. Das ist die Schönheit von Kunst. Deswegen diese Mentalität für mich, weil ich habe als Künstler sich gefühlt, für diese Mentalität war unakzeptbar und es war schwer, böse nicht zu werden und einfach diese Ärger auf andere nicht zu weiterleiten. Und deswegen bin ich geblieben, geschlossen in meinen Kopf und Sie das nicht akzeptieren. Sie sind dann als Teenager schon nach Wien gegangen und haben auch dann zwischendrin eine Weile ohne Lehrer gearbeitet. War das auch wichtig, sich selbst zu finden und zu spüren, wo Sie persönlich stehen? Ja, das war in dieser Zeit von Foundation, genau. Wir haben nicht echte Pädagogen gehabt. Es gab eine Masterclass, aber nicht echte Pädagogen. Es war schwer, aber andererseits es war wichtig, weil ich denke, am Ende wir bleiben mit Klavier alleine. Mhm. Und wir müssen unsere Sprache und unsere Beziehung entwickeln. Und natürlich, es gibt immer jemanden, der kann uns helfen, aber es ist auch wichtig, dass man keine Angst hat, mit Klavier alleine zu bleiben. Weil am Ende Interpretation hängt von Individualität an. Und wenn Individualität nicht formiert ist und hat keine Basis, diese Freiheit, kann man auch nicht interpretieren. Genau. Sie sind extrem unterwegs, über 100 Konzerte jedes Jahr. Macht dieses Leben nicht auch einsam? Doch,
Das macht sehr unabhängig zuerst, weil ich bin auch sehr schwach, aber auch stark, weil ich mag alles selbst machen, dass ich mein eigenes Leben habe und dass ich entscheide, was ich mache. Und dieses Teil von Leben ist genau verbunden damit, dass ich spiele, alleine reise, meistens manchmal mit Familie, wenn ich Zeit habe und wenn die Zeit haben, aber meistens alleine spiele ich und Freiheit kommt mit Einsamkeit. Und das ist genau so im Leben und im Beruf. Ich mag nicht Beruf sein. Im Kunst ist genauso. Mit Klavier bin ich allein, aber ich bin frei. Genauso ist das auch im Leben. Manchmal nicht immer allein, aber große Dosen von Einsamkeit gibt es schon. Sie sind als junge Künstlerin, auch haben Sie keine Scheu, Grenzen zu überschreiten. Sie haben mit Coldplay, dieser Popband, ja, eine CD aufgenommen oder mindestens ein Stück beigetragen. Sure, yeah. Sie sind bei Art on Ice unterwegs gewesen. Wird man da von den Klassik-Fundamentalisten nicht schräg angeschaut, die sagen, was macht denn jetzt diese Katja wieder? Ich höre das oft von Fundamentalisten, dieses Wort habe ich noch nie gehört. Das ist lustig. Ich sage immer Akademiker, aber Fundamentalisten ist besser, weil die haben noch mehr Dogmen. Ja? Ja, ich höre das oft, aber ich höre aber ohne Reaktion zu haben. Das heißt, mein Vater sagt, wir haben 2 Euro, es kommt rein hier und raus von genau. Andere. Es ist wichtig, weil für mich klassische Musik ist nicht für Elite oder nicht für eine Gruppe von Menschen. Das ist für jeden Mensch, weil klassische Musik, wir nennen so, weil wir möchten identifizieren das mit, was klassische Musik bedeutet. Aber andererseits, es gibt keine Grenze. Klassische Musik ist einfach Musik. Es ist einfach gute Musik. Und berührt die Menschen. Und mit der Zeit, wir haben gesehen, dass diese Musik ist geblieben. Und mein Wunsch ist, dass ich kann das mit jedem Mensch teilen. Egal, ob die Pop hören, ob die gar nicht Musik hören oder die Klassik hören. Viele sagen, ich gehe jetzt nicht in ein klassisches Konzert, weil ich verstehe nichts davon. Was geben Sie diesen Menschen als Antwort? Deswegen mache ich solche Projekte auch, dass die haben keine Angst davon, weil wir sind nicht besser als die. Wir kennen einfach diese Musik und wir haben diese Glück gehabt, dass wir haben das kennengelernt von Kindheit. Aber es gibt noch Möglichkeit, wenn es Interesse gibt, weil es gibt, muss man das nicht. Manchmal muss man einfach zuhören. Genau. Das und reicht. Ich bin da und sich ich kann erklären. Lassen. Genau. Und man kann machen während dem Konzert. Es stört mich nicht. Die können frei sein und wenn es gibt Pausen, wenn es gibt Silence, ja, wenn es Ruhe gibt, wenn es natürliche Weise ist, dann ist das gut. Wenn es gibt Ruhe, weil die haben Angst zu bewegen, dann es bedeutet, die sind konzentriert, aber die genießen das nicht. Deswegen, ich will, dass jeder frei sich fühlt während dem Konzert. Ihre Schwester hat auch mit Ihnen gelernt und ist auch immer wieder mit Ihnen unterwegs und sie sitzt da und ich glaube, jetzt machen wir doch eine Premiere. Sind Sie, are you ready to come on stage as well? denn das finde ich ganz toll, dass sie auch noch da ist. Naja. Just ask you some, I do it in English, it's easier for you. How difficult is it to be together with a sister that is so famous, and you play the piano as well? Wie schwierig ist es, wenn man mit einer Schwester zusammen ist, die so berühmt ist, aber sie spielt auch Klavier. On the contrary, it's easy. It's much easy. Because there's a both side. One is that she's a musician. And second is that she's a sister. The both of them, it's easier. It's very pleasant to be a sister because she's a very kind person, really kind one. And this is the thing that I appreciate very much in person. So she so is. There is no happy. Competition between no, the two of you. No, not at all. On the contrary. Also sie ist in dem Sinne eben nicht nur Künstlerin, die Schwester, sondern sie ist ebenfalls auch eine Schwester. Und da gibt es eine Verbindung, die überhaupt keine Konkurrenz zulässt. Nein, gar keine. Ich wollte noch einziges sagen, dass sie hilft mir umgekehrt. Sie will, dass ich noch größere Karriere habe, noch glücklicher mich fühle. Und eigentlich jeder CD, was ich mache, sie hilft mir auch Editing zu machen und jetzt kommt raus noch Kaleidoskop, mein neues CD und sie hat so viel mit mir gearbeitet, dass ich wollte sie unbedingt mit großem Publikum bedanken dafür. Das ist aber toll und das machen wir jetzt auch. Wir haben die Chance, ein vierhändiges Stück von Ihnen zu hören und da freue ich mich extrem darauf, was hören wir jetzt noch
zum Abschluss von unserer Sendung? Ja, Piazzolla Libertango, unsere Improvisation. Jetzt machen wir einen Abstecher nach Argentinien in diesem Sinn. Und das war so schon, meine Damen und Herren, unsere erste Sendung im neuen Jahr. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen helfen können, in neue Grenzen vorzustoßen und zu neuen Ufern auch nach zu wagen. Und jetzt zum Schluss schicken wir noch ein bisschen musikalische Energie ins neue Jahr. Bis nachher das NZZ-Format übernimmt, können wir uns noch delektieren an schwesterlichen Tönen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir.